Der Romy-nominierte ATV-Tinder-King Louis glüht schon vor für die Romy-Verleihung am Samstag. Auch in diesem Fall aber macht er den Party-King für das neue Video der Party-Popper Chip and Dale. Ihr aktueller Party-Hit A Geile Nacht ist im Original von den Black Eyed Peas und damit ebenso wenig neu wie ihr Name, Chip and Dale. Chip and Dale kennen die Jüngeren als Disney-Eichhörnchen, die Älteren als Striptänzer. Ein beabsichtigtes Wortspiel in Anlehnung an die Chip and Dales. Deswegen sind wir immer vor, ne, bei den Konzerten. Aber, ich glaube, wir ziehen uns aus. Ne? Aber wir würden uns hier rausziehen, aber der Grund, warum wir uns nicht rausziehen, ist, weil wir den Damen nicht die erotische Fantasie rauben wollen. Ne? Verstehst du also? Aber doch die Anlehnung an den Namen. Warum ausgerechnet der? Naja, Silent-Sperr war schon vergeben. Wenn ich meine Damen find. Aber einen so großen Namen können sie sich noch machen. Ruhe find ich wieder. Ich hab verloren. Achtungserfolge erzielten sie bereits mit einem Cover auf den Orsolitsch-Kultsong Mein Boot schaut's Leben. Mein Boot schaut das Leben. Es geht holla, 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 red du mir. Party-Songs im Mitgröll-Stil sind ihr Markenzeichen. Was war wenn? Was war wenn? Was war wenn? Und was war, wenn dieser Hit nicht gewesen wäre? Warum gerade Tätowierer? Tätowierer ist ein leibernde Hocken, da verdienst die Deppert, verdienst die Deppert. Tätowierer. Mit diesem Mitgröl-Hit fing vor 3 Jahren alles an. Ja, da kommst ins Geld. Inspiriert dazu hat sie dieser junge Mann, der als Tätowierer-Bur in die TV-Annalen einging. Deppert. Und der Tätowierer-Bur, auf den seid ihr gekommen wie? Na ja, schau her, jeder kennt natürlich die Alltagsgeschichten Elisabeth Spira und im Jahre 1996 gab es eine Folge Die Donauinsulaner und da hat die Spira einen jungen Burm interviewt, der war 13 Jahre alt und der hat gesagt, er möchte Tätowierer werden. Die Spira hat nachgefragt, warum und er hat gemeint, Tätowierer ist ein leibende Hocken, da verdienst die Deppert. Und der Satz hat den Burm zu einer Legende gemacht. Nicht? Die Melodie dieses Songs dürfte auch der Tiroler Schlagersängerin Hanna gefallen haben. Sie machte aus dem Tätowierer kurzerhand einen Bauern. Wir kennen das Lied natürlich, ja, super Nummer. Hat sie euch als Interpreten angegeben, als Komponisten? Nein. Aber wir haben es nicht das schönste Kompliment, kopiert zu werden? Ja, voll. Tut ja ihr auch gern. Aber wir fragen wenigstens vorher. Ja. Kavan liegt in ihrer DNA. Sein Vater ist Österreichs berühmtester Ambros-Imitator. Jetzt hol es, Obst und alles fliegt. Der mit seiner Band die 3 zu begeistern weiß. Dass wir im Herzen drin ganz da bestehen. Seit Jahrzehnten singt der Ambros, zuletzt im Machfelderhof bei der Spargelgala. Du bist die Blume aus dem Gemeindebau. Einmal stand er mit dem Original sogar gemeinsam auf einer Bühne. Für mich, du Blume aus dem Gemeindebau. Auf der Bühne hat er dann gesagt, nach dem Konzert, er hat sich immer an Zwillingsbrüdern gewünscht. Aber hat er nie gehabt, aber jetzt hat er wenigstens einen, der so singt wie ich. Das waren seine Worte. Und auch so ähnlich ausschaut. Je öfter du Ambros singst, umso ähnlicher wirst du ihm. Wie sagt man so schön wieder her, so ist geschehen. Und der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, was die Musikalität des Herrn Sohnes erklärt. Also mein Sohn, der wollte eigentlich nie singen. Obwohl ich das nie verstanden habe. Die Pandemie hat es aber geschafft in der Zeit. Da habe ich Balkonkonzerte in Wien gemacht. Und da habe ich einmal zu meinem Bruder gesagt, jetzt kommen wir mit und jetzt singen wir miteinander am Balkon. Aber ist ja wurscht, was passiert. Nicht? Und er hat gemeint, na gut, Vater, mache ich halt. Nicht? Und da hat er dann Blut gelegt. Und jetzt bringen die überhaupt nicht mehr weg aus der Branche. Chip and Dale featuring Tinder King Louis. Mit dem trinkfesten Romy-nominierten ATV-Star wird's vielleicht der ersehnte Durchbruch. Jedenfalls wird's eine geile Nacht.